In Sachen Gleichberechtigung homosexueller Paare ist die Schweiz eines der Schlusslichter in Westeuropa. Das soll sich ändern. Das Parlament beschloss jetzt, die Ehe für alle zuzulassen. Außerdem sollen lesbische Paare Kinder per Samenspende zeugen dürfen. Außer der Fraktion der konservativen SVP sowie einzelnen Parlamentariern stimmten alle zu. Wir sind überwältigt. Es war eine ganz klare Mehrheit seitens des Nationalrats. Die Zustimmung für die komplette Ehe inklusive Zugang zur Samenspende ist enorm. Wir haben wirklich ganz große Freude. Wir gelangen jetzt zu einer Situation der Gleichheit in allen Aspekten. Das betrifft einmal die Ehe, dann das Adoptionsrecht und die künstliche Befruchtung. Alles in allem wollen wir also die Rechte heterosexueller Paare auch für homosexuelle Paare haben. Die meisten Schweizer sind Umfragen zufolge für die Ehe für alle. Eine Partei, die konservative EDU, plant nun allerdings ein Referendum gegen den Beschluss. Sollte sie genug Unterschriften zusammenbekommen, ist eine Volksabstimmung fällig. Bisher gibt es in der Schweiz nur eingetragene Partnerschaften für homosexuelle Paare.